Einen attraktiven oder gar einladenden Eindruck hat der kleine Platz an der Ecke Eger-Friedensstraße in der Hattersheimer Siedlung bereits seit Jahren nicht mehr gemacht. Die Sitzbänke blieben verwaist, die Hochbeete waren mit Bodendeckern überwuchert. Damit ist jetzt Schluss. In einer gemeinsamen Aktion der Stadt Hattersheim, dem Projekt Soziale Stadt, der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft und Anwohnern der Siedlung wurde die kleine Grünanlage Mitte Oktober wieder in einen hübschen Zustand versetzt. Ältere Anwohner werden sich erinnern, dass der Vorplatz des Kaufhaus Keller einst von einem kleinen Wasserbecken geziert wurde. Das ist freilich schon weit über 30 Jahre her. Anfang der 70er erhielt der Platz ein neues Aussehen. Doch was damals als ebenso praktisch wie schick betrachtet wurde, wirkt heutzutage eher langweilig und trist. Also wurde kräftig umgebaut und neu bepflanzt. Tatkräftige Mithilfe leisteten Anwohner der Hattersheimer Siedlung. Allen voran Mitglieder des Hattersheimer Kleingartenvereins, die auch schon bei den vorangegangenen Bau- und Pflanzaktionen mit von der Partie waren. Detaillierte Informationen in Sachen Planung und Durchführung erfuhren wir von Hattersheims Grünflächenbeauftragter Gloria Gottsein. Wenn in der Hattersheimer Siedlung kräftig gebuddelt und dann auch gepflanzt wird, dann hat das meist was mit der sozialen Stadt zu tun. Dann sind sogenannte Arbeitswochenenden, hört sich ein bisschen martialisch an, angesagt. Siedlungsbewohner gestalten ihre Siedlung attraktiver, gestalten mit. Und heute sind wir hier an der Ecke Egerstraße, Friedensstraße, und dort wurde ein ja in die Jahre gekommener, nicht mehr ganz zeitgemäßer und auch wirklich nicht mehr hübscher Platz Zug um Zug oder wird noch in eine kleine Parkanlage versetzt. Die Frau Gloria Gottsein kann uns erklären, was wird denn heute hier alles gemacht? Also erstmal zur Vorgeschichte nochmal. Wir hatten hier, wie Sie eben gesagt haben, einen ziemlich in die Jahre gekommenen Platz. Es ging am Samstag vor einer Woche los. Da wurde hier viel abgerissen, also das war eine ganz wesentliche Arbeit, Teil von den Arbeiten, die auf dem Platz stattgefunden haben. Die Hochbeete wurden entfernt aus Schwellen, das ganze alte Pflaster wurde entfernt, Betonpoller, und der Platz wird jetzt neu gestaltet. Die Grundstruktur mit diesem wunderschönen gelben Sandstein, dahinter eine Einfassung von Eiben, die auch auf dieser Höhe bleiben sollen, und dazu kleinere Beete mit Rosen und ein bisschen Lavendel ist auch dazwischen. Also diese ganze Anlage ist zu sehen als Verbindung mit dem Platz hier gegenüber von der Havobau, gerade wenige Meter entfernt, dasselbe Material und auch dieselbe Ausstattung. Eine Besonderheit hier an diesem Platz ist nochmal hier diese Stele auch, ein bisschen Kunst auf dem Platz, ein sogenanntes Sandwich aus zwei verschiedenen Materialien. Das ist ganz lustig anzusehen und passt auch gut hier hin, also gerade wenn man es von der Straße her sieht. Vielleicht sollen wir auch noch mal ein paar Takte dazu, gerade dazu sagen, dass wir sagen, es korrespondiert sozusagen mit dieser Parkanlage, die ja im letzten und vorletzten Jahr gestaltet worden ist. Das ist jetzt vor zwei Jahren, ja, und dann Nachpflanzaktion, die ja heute auch stattfinden wird. Also dort wird ja auch noch weiter gewerkelt, dort werden Nachpflanzungen vorgenommen. Also drüben sind im Moment schon auch einige Bürgerinnen und Bürger und machen da halt Nachpflanzungen. Und in den verschiedenen Beetanlagen, jetzt ist halt eben gerade so die Zeit dafür. Gut, und ich sehe auch, das ist jetzt nicht nur eine reine Verschönerungsaktion, es soll ja auch, wie man hier sieht, so ein bisschen auch ein Platz sein, der einlädt, dass man sich vielleicht mal hinsetzt, dass man vielleicht mal schnackt, sich verabredet. Das ist keine Verschönerungsaktion hier, das ist eine richtige Umgestaltung. Also man erkennt den Platz, sieht man ja jetzt schon nicht mehr wieder, so wie er vorher aussah. Und mit Grünflächen, mit Bepflanzung und allem und eben drei Bänken auch, wo man halt verweilen kann. Ja. Der Platz ist rundgerechnet etwa 400 Quadratmeter groß. Wir müssen auch immer ein bisschen was zu den Kosten sagen. Es wird hier mit Naturstein, mit hochwertigen Materialien gearbeitet. Ganz billig ist es nicht. Jein, also 24.000 Euro mit allem drum und dran und also inklusive Planungskosten, also ist wirklich günstig, weil gerade damit drin sind ja auch die ganzen Abriss-, Abbruch- und Entsorgungskosten alle drin enthalten. Ja. Die es in dem Fall einfach ein bisschen teurer machen, schlicht und ergreifend, weil sehr viel abgerissen werden musste. Genau. Von daher wegen diesem Volumen. Und jetzt, was natürlich auch Kosten her, das Engagement von den Bewohnern hier in der Siedlung ist ja auch nicht mit Geld halt aufzuwiegen. Ja. Und das macht es natürlich auch noch mal günstiger, so das Engagement von den Anwohnern hier, die Pflanzungen halt selber halt vorzunehmen. Alles klar. Dann hoffe ich, dass das Wetter einigermaßen hält. Ja, es wird. Ja, alles klar. Dann darf ich mich sehr herzlich bedanken. Dankeschön.
Bei der Um- und Neugestaltung des Platzes wurde großer Wert darauf gelegt, dass sich die alte, neue Grünanlage an der Ecke Eger-Friedensstraße und die Parkanlage hinter dem Verwaltungsgebäude der HAWO-Bau stilistisch und thematisch ergänzen. Auch auf dem gegenüberliegenden Grundstück wurden einige Nachpflanzungen vorgenommen. Im Großen und Ganzen aber machte die Parkanlage zwischen Friedensstraße, Breslauer Straße und Egerstraße einen ausgesprochen guten Eindruck. Beleg dafür, dass bei den Gemeinschaftsaktionen im letzten und vorletzten ganz herausragende Arbeit geleistet worden war. Nach getaner Arbeit konnten bei Kaffee und Kuchen oder auch bei einer deftigen Kartoffelsuppe verloren gegangene Energien wieder aufgetankt werden. Gemeinsam die Siedlung schöner gestalten. Ein Anliegen, dem sich viele Anwohner und Nachbarn verpflichtet fühlen. Musik